Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Die Gilde 2 Renaissance Sandkastenmodus. Ja, ihr seht schon, die Jahreszahl hat sich ein bisschen geändert, ne? Euer Gebäude wird geplündert. Was, schon wieder? Ja, und das sind ja ganz neue Töne, die wir da hören, ne? Das liegt daran, dass mein Spielstand bisher komplett verbuggt war. Also nicht nur das Amt, sondern auch gewisse andere Tätigkeiten hat es gar nicht gegeben. Das war zwar einerseits schön, aber andererseits blöd. Und ja, ihr seht auch, mein Mann hat sich verändert. Das ist jetzt nicht mehr unser lieber Robert, sondern der Jan. Ebenfalls ein Gelehrter. Ihr seht, ich habe mich bemüht, wieder alles so hinzuferkeln, wie wir es vorher gehabt haben. Also vorgestern. Auch die Kinderlein sind noch da, bis auf unsere beiden Nesthäkchen. Die muss ich erst neu produzieren. kurzum, ihr habt es gemerkt, ich habe das Spiel nochmal angefangen. Trotz Sicherheitsspeicher und quasi ein zweites Spielstandgedöns und so weiter, konnte ich den Fehler nicht aushebeln. Und habe mich kurzum entschieden, bevor ich noch weiter Zeit vertrödel, unter Anführungszeichen, mache ich das nochmal von vorn. Und das hat sich gelohnt. Zwar habe ich ein Weilchen gebraucht, bis ich es zusammengebracht habe, dass eine Elinchia geboren wurde. Ich glaube, das waren um die 30, 40 Ladespeichergeschichten. Also hauptsächlich laden und laden und noch mehr laden, bis endlich mal die Meldung kam, euch wurde eine Tochter geboren, statt euch wurde ein Sohn geboren. Ja, nichts gegen Burschen. Ihr seht, ich habe einen Burschen und ein Mädel, ne? Ich bin eben so ein ausgeglichener Typ, also ne? Gleichgewicht halten und so. Außer bei meinem eigenen Gewicht. Ach, oh, nein, ist was anderes. Jedenfalls ist jetzt alles im Lot. Ich darf Leute verklagen. Ich habe auch schon zwei verklagt, erfolgreich. Ich bin beisaßen bei Gericht, alles funktioniert, ich kann Titel machen, alles mögliche. Ja, Titel ging vorher auch schon, klar, aber ja, wie gesagt, das Amt funktioniert einwandfrei. Und ja, auch ausgeraubt werden, wie es sich gehört, wir werden überfallen, wie es sich gehört. Ja, passt, können wir zufrieden sein. Schön. Das bedeutet aber auch, dass wir es uns jetzt, also dass ich es mir jetzt ziemlich schwer gemacht habe, ein Amt zu bekommen. Ihr seht schon, was hat sich denn beim Amt getan? Da gibt es jetzt auf einmal ja viel mehr Ämter als vorher. Ja, das liegt daran, dass Danzig jetzt mittlerweile schon zu einer Kleinstadt oder überhaupt schon zu einer Stadt geworden ist. Ich habe es jetzt vergessen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Das heißt, auch unsere Stadt entwickelt sich endlich und bleibt nicht als kleines Fuzzi-Dörfchen da jetzt stehen. Alles prima, alles super, haut klasse hin. Gut. Allerdings habe ich vergessen gehabt, wo ich, wie weit die Gebäude schon aufgestuft habe. Ich habe jetzt einfach die drei Gebäude hier mal aufstufen lassen und nicht allzu viel entwickelt. Außer das, woran ich mich dunkel erinnern konnte. Und ja. Bla, bla, bla. Viel bla, bla. Ich weiß, aber es muss erklärt werden. So. Gut, was haben wir hier? Honig, Honig. So ist gut. Passt, ihr könnt auch gerne jetzt wieder ein bisschen Obst sammeln. Ich habe auch die KI. Meine Füße tun weh. Ja, also die NPCs habe ich jetzt allesamt in jedem Betrieb auf manuell gestellt, dass sie noch mehr angefangen haben, Blödsinn zu machen, als sowieso schon. Und ja, das braucht man nicht. Das wollen wir nicht, das braucht man nicht. Also so mit der Einstellung jetzt können sie nicht mehr so viel Schaden anrichten. Auch habe ich einen ganz lieben Tipp bekommen. Das habe ich bisher ja eigentlich noch nie gemacht, aber in dem Fall ist es nötig. Wir können unsere Kahn schützen. Und zwar hier, bei dieser Eskorte-Zeichen, ne? Also pro Eskorte kostet sie uns 750 Goldmünzen, also Taler. Und die beschützen meinen Kahn. Ich habe es jetzt erfolgreich geschafft, an diesen depperten Banditen vorbeizukommen, ohne dass mir was ausrauben und wegnehmen. Nur hier mache ich noch eine Umfahrung, weil es eben so lustig ist. Aber in anderen Bereichen, in anderen Gebieten wie zum Beispiel eben bei Hamburg, ne, vor der Stadt, vor dem Stadttor besser gesagt, da lasse ich mich beschützen, weil da kann man das nicht umgehen oder umfahren. Bin schon unterwegs. So. Jawohl.
bisschen langsamer. Wer hat es jetzt gebraucht? London, ne? Ja. Die Produktion wurde unterbrochen. Ja, schaue ich mir gleich an. Machen wir gleich. Haben wir gleich. Bitte sehr, abladen und zurückfahren. Eile. So. Und es hat sich noch etwas getan. Da bin ich sehr, sehr, sehr froh. Wir haben Gäste in unserer Schenke. Die blieben uns ja damals aus, ne? Die Nachfrage von einem Kontor ist erloschen. Jawohl, aber jetzt nicht mehr. Oh, ihr seid Beisitzer vor Gericht. Ja, ihr hört sie schon, ne? Meine Anklagen hauen hin. Auch bin ich jetzt, wie gesagt, Beisitzer. Ich darf bei Gericht mitmachen. Wann muss ich denn dorthin? Am 9. Herbst 1410. Ah, da haben wir noch Zeit. Da haben wir noch Zeit. Das geht schon. So, okay. Ihr habt natürlich brav Schädelkerzen gebastelt. Das ist sehr lieb, sehr schön. Das freut mich. So, das kann ich eigentlich derweil hier raufschmeißen. So. Oder? Nein, darf ich nicht. Obwohl, doch, darf ich. Ja, nein, nein, na, ja. So, hier kann ich jemanden einstellen. Schauen wir mal. Und es hat sich noch was verändert. Ich bin jetzt leider momentan nicht mehr die Chefin der Patrone, sondern das ist mein Mann. Aber nicht bei den Patronen, sondern bei den Gelehrten. Ja, er hat es geschafft. Und zwar deshalb, ich bin ja, wie ihr seht, recht flott unterwegs. Wir haben auch ordentlich Geld ein bisschen noch. Und ich war so schnell mit den Gebäuden aufbauen und aufwerten, dass ich da ganz flott eigentlich diese Ehre, also mir diese Ehre zuteil wurde. Und noch immer wird. So, weg mit dem Zeug. Jawohl. Ja, natürlich haben auch die Gebäude andere Namen. Ja, also auch unsere Kirche. Ja. Ich weiß immer noch keinen Namen für die Kirche. Scheinheilig oder so, wenn nicht schlecht. Scheinheilig, ne? Das passt zu mir. So. Was könntest du machen? Genau, eine Predigt. Halt, wir machen wieder eine Predigt. Wir preisen. Wen preisen wir denn an? Ja. Keine Ahnung, fangen wir mal mit dem an. So. Ja, wir müssen jetzt da eben anfangen, viel zu bestechen. Ihr habt schon gesehen, ne? Politikmäßig, wir haben nicht viel Damenauswahl, ehrlich gesagt. Kann ich da schon an Gedicht? Die sind halt auch dauerbeschäftigt, die beiden Primeln, ne? Als du mir immer predigen, wie ein Wahnsinniger, das passt schon mal. Gut, wie schaut's mit unserem Kahn aus? Hast du schon darauf geschafft? Aha, da ist die kritische Stelle, von der ich gesprochen habe. Da, das geht ja gut, das geht sehr gut. Übrigens stimmt's auch, ne? Irgendwann machen die ja mal Pause, die Typen. Da kannst halt, ohne dass du irgendwie Angst haben musst, da von A nach B durchschippern. Schimpft er gerade, weil er uns nicht erreicht hat? Du Trottel, selber schuld. So. Achso, ja, Gebäude renovieren. Ja, bitte. So, die werden ja ständig da überfallen. Ein Gebäude wurde renoviert. Wir brauchen Pergament. Es wird geschehen. Ja, bitte. Es wird geschehen. Jawohl. Gut. Ich möchte gerne Gebäude erweitern. Haben wir die Abfallgrube schon gehabt? Die Produktivität des Betriebes wird halt um 20 Prozentpunkte erhöht, ne? Oder habe ich das Met schon mal gemacht? Ich meine, ist sehr wurscht. Machen wir das Met. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so ungeschickt, das Met da zu erlernen. Wir können eigentlich alles erlernen. Erlernen wir alles und fertig aus. Was diskutiere ich da blöd rum? So. So muss das ausschauen, meine Herren und meine Damen. Die Rechtsprechung wurde geändert. Ja, so muss das sein. Und zwar wo? Was ist das? Hat heuer entschieden, härte Rechtsprechung in Bergen auf hart. Hart, aber fair. So. Ui, geräucherter Lachs, Rohstoffe. Jesus, na. Ich glaube, wir brauchen einen neuen Titel. Damit wir uns eine Fischerei bauen können. Weil schaut mal. Da wird man echt gar nicht so schlecht verdienen. Wir dürfen ja dann, Moment, wir haben jetzt vier, wir dürfen dann drei Betriebe dazu bauen. Das heißt, die Mühle hätte Platz, die Anglerkarte hätte Platz. In einem Kontor werden Lebensmittel günstig feilgeboten. Ja,
Und was können wir dann noch machen? Ja, die Hufe wäre halt geil, ne? Die Hufe wäre super, aber der will sie ja nicht verkaufen, der Skyrel da, ne? Der verdient ja leider mit uns zu gut. Normal sabotieren irgendwie und dann kaufen wir dann, sagen wir einfach, ups, so ein Unfall, ach du liebe Zeit, wie konnte das denn passieren? Und dann immer kaufen wir sie weg. Karrenknarren. Ja, ja, die ist auch gut unterwegs. Gut, wie schaut's denn hier aus? Ja, Körnerbrei bitte her, so, so, da, ne? Ja, du machst Bier, du hast ja gar keine Arbeit. So, bitte. Du machst gleich mal das Weizenbier. Weil zu trinken haben wir ja noch, da kann inzwischen das bessere Bier schon mal brauen. Alkohol ist auch schon bald in dem Gelände, das ist nicht nett. Mal schauen, ob ich euch beweisen kann, dass jemand hier sitzt. Schaut mal, da ist jemand. Und das ist keiner von meinen Arbeitern. Hier und da waren auch schon mal zwei da. Es war sogar jemand von der Politik schon mal hier. Also es wird. Es wird. Sauft, ne? So. Yeah, wir kriegen ja ordentlich Zaster. Moment, wie teuer? Ich glaube 6000 Bast haben wir schon. Sobald die Predigt zu Ende ist, gehen wir uns einen neuen Titel kaufen, damit wir die nächsten Betriebe aufstellen können. Ich will aufstellen, die Betriebe auf der Stelle. Tralala, tralala, tralala. Hä? Was? Oh wie? Ach so, da waren Wahlen, ne? Ah ja. Moment einmal. So. Wenn ich jetzt der Henkerin werden möchte. Boah, das ist echt, echt unterste Schublade. Wen müsste ich dafür bestechen? Für den Posten als Henker. Kann man das irgendwie? Ja, so. Henker, null Bewerber. Da, Geld so. Der Kerkervogt, der Gildenvorsteher, der Landsherr. Die zwei und der da oben, ne? Die müssen uns mögen. Der Vorteil ist, wenn wir uns bei Fete Rau wunderbar einschleimen, ne? Dann kriegen wir gleichzeitig auch beim Landsherrn guten Ruf, ne? Und das macht man am besten mit den Gedichten. Das soll mein Frauchen dann auch gleich mithelfen. Die Frau soll ihn bezirzen mit einem Gedicht und der Mann, also mein Gatte, sie. Wir produzieren ja eh genug Gedichte, da müsste das recht gut funktionieren. Hoffe ich halt. Und dann bist halt nur noch du das Problem. Das kriegen wir aber schon. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Egosum, Quisum. So, als erstes gehen wir uns einen Titel kaufen. Oder nein, warte. Als erstes. Warte mal. Bleib mal kurz hier. Also, du hast ja ein Gedicht. Ja? Ich bin das Problem. Ich bin das Problem. Warte, du tust einfach mal ausschenken. Jo. Jetzt bin ich frei. Jetzt kann ich daher. Und kann mir da so ein Gedicht geben lassen. So. Sehr. So. Das ist jetzt echt blöd. Eine Arbeitskraft wäre noch gut, wenn wir hätten. Wobei, du, meine Gute, machst ein bisschen Alk. So. Bin ich schon da? Ich bin schon da. Warte mal. Tom und Stotom. Charakter. Was? Warum ge... Hä? Warum habe ich ge... Warum habe ich Obst mit... Muss ich das jetzt verstehen? Warum habe ich da jetzt Obst mit? Verlasse niemals ohne eine ordentliche Portion Obst das Haus, oder was? Geh nochmal zurück, bitte. Und schmeiß das Obst da rein. Ding dong doing, das ist jetzt echt gemein. Wieso habe ich Obst damit? Das ist ja... Ach so, weil ich geerntet habe wahrscheinlich. So, jetzt musst du nochmal dahin. Ja, wechsel die Jahreszeit, weißt du es, bist euer das. Kind kann eine Lehre beginnen. Echt? Euer Kind kann eine Lehre beginnen. Ja, der Nachteil ist jetzt halt auch, dass Elinchia und Ike ziemlich gleich alt sind. Jetzt geht das noch flotter als vorher. Wird gespeichert, ja, bitte. Elinchia ist nun alt genug, um eine Lehre zu beginnen. Und auch Ike, jawohl. Also gut, hast du mir Elinchia. Was mitgebracht? Ja. Ich habe keine Lust dazu. Doch, hast du. Also wie gesagt, Elinchia wird Patronin. So, und der liebe Ike wird... Doch, doch. Wird ein Gelehrter. Also ab mit dir in die Kirche. So. Bin ich jetzt endlich da, wo ich hin wollte? An die Arbeit. Renn hin da.
fix noch einmal. So. So. Ich gebe ihr gleich, dass sie so viele Plätze hat, kriegt sie gleich. Ach, das kann man. Da geht mehr. Aha. Aha. Schön fair aufteilen. Ich hoffe, halt. Alex, wirst du da jetzt reingehen? Du alte Schachtel. Wenn ich gehorche mir selber nicht. Habt ihr das gerade mitbekommen? Ich gehorche mir selber nicht. Ja, so schaut's aus. So tief ist es schon. Na dann mal los. Oder so weit ist es schon mit mir, sagen wir so. Obdachloser bettelt, so und so. Gut. Politik. Also, gnädigste Alex, bitte sehr. Du tust ihm ein... Wie, er hat keine Zeit. Doch, das haut hin. Gut. Und du tust bei ihr... Adua prima via est. Schön lesen. Und gib zu Bild Vollgas. So, das reicht schon mal. Dann ist jetzt endlich mal mein Kahn zurück. Das kann ja nicht sein, dass der... Wo ist denn der? Schau. Ha, wenn man vom Teufel redet, ist er schon da. Das ist sehr schön. So. Was wurde hier produziert tagsüber? Ach du Heilige. Ich glaube, ich kann mir da schon einen zweiten Kahn kaufen. Jö. Na? So. Obst. Frisches Obst zu verkaufen. 64 in Danzig. Das ist mir wurscht, ob es jetzt woanders mehr wäre. Das ist echt ein Batzen. Ein schöner Batzen Geld. Also abladen und retour. So, wie schaut's hier aus? Wir haben hier noch ein bisschen Bier. Gut. Hat es jetzt hingehaut mit dem Gedicht? Ja, bei ihr hat es hingehaut. Cogito. Und bei dir auch. Ist zumindest eingelöst worden. Wow, das steigt schnell. Schaut mal. Wir waren da unten, ne? So ungefähr. Und jetzt, tada, sind wir schon da oben. Ja, ja, ja. Das läuft gut. Alea jacta est. So, du kannst einmal zurück in die Kirche hatschen. Leute, das läuft super. Die werden wir gleich allesamt so richtig bestochen haben. Wir werden uns eh für... Moment, ich könnte... Ist es noch zu früh fürs Amt? Hm. Einmal müsste man fast noch Gedicht vorlesen, glaube ich. So. Ich gehe mal ein paar Körnerbreie machen und so. Und gleich die Anglerkarte. Hierher. Wie teuer wäre sie denn? Wir brauchen ja Fisch ohne Ende, ne? Backstube, Anglerkarte. Leider. Ach ja, Titel und so. Hoppla. Hoppala, da ich was vergessen. Der Kirchenzehnt wurde geändert. Ja, wurscht. Renn nochmal zurück, bitte. Entschuldigung, das habe ich komplett vergessen. Die Umsatzsteuer wurde geändert. Sehr schön. Langsam. Was ist da noch alles? Gildenmeister Danzig. Seht ihr? Ja, ja. Gildenmeister der Gelehrten. Mein Göttergatte. Der Jan. Der hat's geschafft. Der ist ein ganz braver Kerl. Nur bei mir schaut's nicht so gut aus momentan noch, aber das wird schon werden. Wenn die Anglerkarte erstmal steht, dann, meine Herrschaften, dann wird's was werden. Meine Lieben, dann haut's sicher hin. So. Ja. Einen neuen Titel. Ich glaube, der kostet 6.000, glaube ich. Oder vertue ich mich gerade? Ihr seid gleich sehen. Es. Ist das nicht ein herrlicher Sommermorgen? Mhm. Hört nur, wie wunderschön die Vögel singen. Habt ihr schon eine Wartenummer gezogen? War nur ein Spaß. Ja. Was kann ich für euch tun? Neuer Titel, bitte. Ihr seid gewiss gekommen, um einen neuen Titel zu erwerben. Mal sehen. Ihr wollt und wollt diesen neuen Titel kaufen. Das macht dann ein paar läppische Münzen. Günstig, wenn ihr mich fragt. Ja, sehr günstig noch. Bitte. Nun, ihr werdet baldigst informiert, wie in dieser Angelegenheit entschieden worden ist. Jo, dankeschön. Und Mahlzeit dann, bezüglich Käsetoast und so. So, ab nach Hause. Der Nachteil ist halt Gedicht und so, ne, das braucht halt ewig, bis da was weitergeht. Aber vielleicht ist sie schon so gut zu uns oder mag uns schon so sehr, dass sie auch mit Komplimenten da ein bisschen, also dass wir da nachhelfen könnten. Schauen wir mal. So, ihr langsam. Müsst zum Gericht. Was? Dann halt schnell dorthin, ne? Wow, langsam. Was war da? Herzlichen Glückwunsch. In seiner wahrlich großen Weisheit hat der Rat beschlossen, euch einen neuen Titel zu verleihen.
Ja, wir sind jetzt Bürger. Sehr schön. Neue Privilegien. Mit dem Titel Bürger besitzt ihr folgende Privilegien. Auf ein Amt bewerben. Ja, das konnten wir doch vorher auch schon. Ist wurscht. Der eurem Stand angemessene Wohnsitz ist Giebelhaus. Ja, und wir leben immer noch in so einem Schrotthäuschen, ne? Als Bürger dürft ihr insgesamt 7 Betriebe besitzen. Momentan sind 4 Betriebe in eurem Besitz. Jawohl. So, sind wir da? Wir sind da. Huch. Oh. Ja, und jetzt? Hier bin ich. Ja, ich auch. Die Balliz ist da, ne? Wen haben wir da alles? Bleib mal stehen da. Ein Richter. Da haben wir einen Richter. Ich glaube, das... Ja, das hat hingehauen. Kompliment. Ich glaube, das hat wirklich hingehauen. Scheint uns nicht böse zu sein. So, dann schauen wir uns das Gericht einmal an, ne? Ja? Ja, tun wir wirklich. Ich bin nur Beisase. Also normalerweise... Ach doch, 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 ich muss wegen der Schuld und so, ne? Setz dich mal hin, Alter. Der war früher mal eine Katze. Die drehen sich auch im Kreis, bevor sie sich hinsetzen. So, auf geht's, ne? Wer wird hier beschuldigt eigentlich? Das ehrenwerte Gericht tagt. Ruhe im Saal. So wie ich sehe, sind alle Beteiligten zugegen. Jo. Dies vor mir sind die Parteien der heutigen Verhandlung. Kläger, ich erteile euch das Wort. Ja. Grüß Gott erstmal. Ich fange dann an. Ich werfe dem Angeklagten Verbrechen vor. Jawohl. Nicht viele, aber immerhin. Das war nämlich so. Angeklagter, ihr seid ein brutaler Schläger. Das musste gerade neulich wieder jemand spüren. Und dafür werde ich eine angemessene Strafe fordern. Gütiger Herr im Himmel, und das in unserer Stadt? Ja, so ein schändlich Verbrechen. Das Wort hat erneut die Anklage. Angeklagte, ihr seid ein brutaler Schläger. Das musste gerade neulich wieder jemand spüren. Und dafür werde ich eine angemessene Strafe fordern. Waren für ein großes Fest an. Ja, ist schon gut. Das ist ja ein unglaubliches Verbrechen. Ja, zittert ruhig. Sagt, könnt ihr euch noch an die jüngste Vergangenheit erinnern? Nein? Das ist bedauerlich. Denn ich habe dem Hohen Gericht just eine Anzahl Beweise für eure Vergehen an einem Mitbürger aus eben diesem Zeitraum vorgelegt. Okay. Eure ist das Beweis nicht das Arschloch, das uns auch überfallen hat? Ich bin nicht sicher, ob ich das glauben soll. Das sind schwere Vorwürfe, die Anklage da erhebt. Wappnet euch wohl. Denn ich werde auf das Strengste dafür Sorge tragen, dass unsere Gesetze durchgesetzt werden. Jö. Welches Strafmaß verlangt die Anklage? Es gibt dafür nur eine Strafe. Den Tod. Jöi. Als Angeklagter in diesem Verfahren habt ihr jetzt die Möglichkeit, zu den gegen euch erhobenen Vorwürfen Stellung zu nehmen. Ja, mach mal. Hohes Gericht, Beweise. Das sollen Beweise sein, die Anklage da vorgelegt hat. Prüft den Sachverhalt genau und ihr könnt zu keinem anderen Schluss gelangen, als dass ich mit diesen Dingen nichts, aber auch gar nichts zu tun habe. Mhm. Genau. Erst einmal eine kurze Bedenkzeit. Wir haben die Verteidigung gehört. Kommen wir nun zur Abstimmung. Schuldig. Nicht schuldig. Was, im Ernst? Nee, er ist schuldig auf jeden Fall. Schuldig. Der Angeklagte ist im Sinne der Anklage schuldig. Die Entscheidung war jedoch nicht einstimmig. Daher wird das Strafmaß abgemildert. Ja? Kerker oder was? Ihr werdet hiermit zu 4 Jahren Kerkerhaft verurteilt. Abführen. Auch nicht schlecht. Hat er nochmal Glück gehabt? Das Urteil ist sofort zu vollstrecken. Und tschüss. Vielleicht hat er auch noch langer Bartwuchs geskillt, ne? Oder Haarwuchs, so. Dann ist er schnell wieder draußen. Hiermit erkläre ich den Prozess für beendet. Gut. Da bin ich ja noch gut davon gekommen. Ja, eh. Du Arsch, ne? Moment, sind die beiden nicht eigentlich in derselben Dynastie? Und, Alter, was ist denn das für ein fieser Hund? Die sind verwandt, die zwei. Und er stimmt gegen sie, ne?
Das ist ja auch mal lustig, ne? Boah, ist das gemein. Ich finde das gerade echt nicht nett. So, da können wir doch glatt nochmal Komplimente schwingen lassen, ein paar, ne? So, ich mache auch gleich mal ein Kompliment. So. Komplimente. Du an da. Die Arbeit. Und dann jeweils noch ein Gedicht und dann haben wir es die beiden schon in der Tasche. So muss das ausschauen. Inzwischen, ihr könnt jetzt wieder eine Predigt halten. Es wird geschehen. Jetzt gehen wir wieder schleimen ohne Ende. So, preisen. Tun wir ihn gut. Gleich. Ja, ja. So, dann... Irgendwie war da was, ne? Ein paar Mitteilungen. Alter Mann. Der alte Mann. Ja, ein neuer alter Mann. Ein neuer alter Mann. So, Ratsherrbräu. Kann ich immer noch keins brauen? Ja, eine Gerichtssitzung hat begonnen. Sehr schön. So, alter Schwede. Wir haben keine Waren mehr, ne? So, her damit. Wir brauchen Sachen zum Verkaufen, kaufen. So, ja. Jesus, na, wie schaut's eigentlich mit der Krypta aus? Die müssen schon Schädelkerzen basteln, dass ihnen die Finger bluten. Oje, oje. So. Ja, wo bringen wir diese Schädelkerzen an, ne? Ist das schon mal eher die Frage, ne? Wer könnte die denn gebrauchen? Also, die fallen unter Rohstoffe, witzigerweise. Was? Danzig hat keine einzige? Das ist perfekt. So. Du bist beladen bis über die Zähne. Ja, das heißt, du marschierst schon mal da lang. So, das lassen wir gleich mal ein bisschen schneller machen tun. So, hier hin. Das dauert nicht lang. Hoffentlich werde ich nicht überfallen. Nein, nein, der Karren rollt. Ich sorge schon dafür, dass das nicht passiert. Die Rechtsprechung wurde geändert. So. Ah, das war was. Das war ein Topfen gerade. So. Abladen und zurückgehen. Sehr, sehr gut. Dann haben wir hier Obst und so, ne? Wahrscheinlich eh schon. Boah, schwierig. Alter Schwede, das wird immer schlimmer. Die Ladefläche ist halt. Voll. So wollte ich das nicht haben. So, ja. Ist ebenfalls dein Danzig-Bedarf? Och, nicht wirklich. Wie schaut's mit London aus? Ja. In Hamburg? In Bergen? Wir fahren nach Bergen. Wir fahren wohin nach Bergen gehen? Zu den Bergen, wo die Heidi wohnt. Wo die Heidi wohnt. Tralala. So, immer schön da lang. Boah, da klimpert das Geld, ne? Klimpertschepper. Da wären wir schon bald derisch, flatter Klimpertschepper. So, Obst und so. Bitte sehr. Abladen und zurück. Ist mir zu weit. So, halt, langsam. Was ist da? Ausbildungszeugnis. Yay, Elinchi ist fertig. Sie ist eine tolle Patronin geworden. Ja, sehr schön. Super. Ach, wir haben brave Kinderleins. Die Rechtsprechung wurde geändert. Okay. So, Gedicht. Die Produktion wurde unterbrochen. Wow, die sind fertig. Schön. Dann nehmen wir noch den Kerker. Vogt, der ist gar nicht beschäftigt, ha? Und bei dir nehmen wir noch... Damit niemand böse ist. Aha, die sind alle beschäftigt. Aha, das ist Amtswahl, ne? Das ist natürlich blöd. Das ist wurscht. Wir gehen da jetzt ein Amt bekleiden. So, auf ein Amt bewerben. Wir nehmen... Warum nicht? Ich will nicht nochmal einen Bug haben. Oder muss ich jetzt warten? Haben die da gerade eins oder was? Wo bist du? Nö, die haben das nicht. Oh doch, die haben gerade eins. Okay. Okay, die haben gerade Sitzung. Wartet mal, das ist noch nicht so schlimm. Lass mal das vorübergehen und dann wird schon werden. Jojo, das wird. Okay, wie schaut's hier aus? Tavernenmäßig. So, da kommt frischer Alkohol, da kommt ein bisschen was zu futtern. Wir haben genügend Kohle für die Anglerkarte. Alkohol wird auch fleißig getut. Ja, wir haben mehr als genug Geld, freilich. Wir haben den neuen Titel. Es wird Zeit, die Anglerkarte zu bauen. So. Hui, war da jetzt gerade grün? Da war schon grün, schau mal. Wie könnte ich, kann ich zum Platz sparen? Da war es auch gerade grün, oder? War da nicht gerade irgendwo... Schau, wie das ginge zum Platz sparen. Boah, das freut mich gerade. Ja, ich glaube. Ha, so bauen wir es hin.
Aber volle Hütten. Alles schön kompakt. Wenn es ginge, würde ich sie aufeinander stellen, aber das geht leider nicht. So, Nanu. Du. Ja, und Ike ist auch fertig. Er ist ein schlaues Kerlchen geworden. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Was? Gedichte. Aha. Gedichte. Sie haben kein Pergament mehr. Ja, bitte, dann bauen. So, 5000 haben wir immer noch. Bist du gescheit? Kompliment machen. Am besten. Aha, da ist gerade was frei geworden. Ein Kerkervogt. Ich muss mal kurz besser aus als so manch anderer Mann. Von einem Kontur ist erloschen. So, vielen Dank für eure Worte, meine Dame. Boah, was ist? Gut. Aber jetzt muss es gehen. Ja, jetzt geht's grün. Es war grün. Wir können uns auf ein Amt bewerben. Ich will mich auf ein Amt bewerben. Merkt dies bitte für die nächste Sitzung vor. Ja. Der Stadtrat wird demnächst über die Besetzung des Amtes beraten. Erscheint bitte pünktlich zum Termin. Das werden wir. Ich nehme gleich mal den Henker, ne? Vielleicht können wir so neue Knochen für unsere Krypta da organisieren. Das ist irgendwie furchtbar, ich weiß, aber es ist auch gleichermaßen lustig irgendwie. An die Arbeit. Ja, was ist? An die Arbeit. Amt und so, ne? Jetzt ist die Frage. Ich bin bereit. Ich glaube, ich lasse euch wieder predigen. Und jetzt geht's. Ach so, hoppla. Geht noch nicht. Das war gerade ein bisschen zu früh. Um eine Sekunde oder so. Ein neues Gebäude wurde errichtet. Ja, das freut mich. Die werden. Ja, machen wir es bei dir mal. Gut. So. Sehr schön, unsere Anglerkarte ist fertig. Juhu! Verborgen, bla bla bla. Und hier und so und bla bla bla. Und die Jahreszeit ändert sich wieder. Herbst 1410. Ah, da war ja irgendwas, oder? Gericht auch, ne? Irgend sowas. Beißhase. Wahl, Rathaus, Danzig, abgestimmt, bla bla. Und so hin und her. Und Obdachloser kriegt wieder Kohle von uns. Der freut sich wie ein Nackerl. Gut. Es wird gespeichert. Langsam. Okay. Ich möchte Innereienfass. Das ist aber auch neu, oder? Was ist ein Innereienfass? In diesem Fass werden die Innereien der von euch verarbeiteten Fische gelagert. Es wird jeden Abend weit ab von eurem Betrieb geleert. Das ist schlau. Nicht, dass noch die Haifische beißen anfangen, ne? Okay. Geräucherter Lachs, ne? Das heißt, wir können eigentlich schon Lachs ernten, ne? Wir brauchen ja nicht den geräucherten. Wir brauchen eigentlich den Rohling, oder? Warte mal. Stopp langsam. Boah, da klimpert es rundherum. Was brauchen wir? Lachsfilet brauchen wir. Das ist ein Pilzkorb. Wie ist das Rezept? War da nicht früher Holz? Pilzkorb. Pilze werden als Zutat für schmackhafte Speisen verwendet. Alchemisten aber wissen, Pilze auch als Beigabe für verschiedene Gifte zu nutzen. Ach du Heilige, heißt das Alchemist? Da muss ich wieder so ein Verzaubererhütchen oder so bauen. Ja, ne? Boah, klimper, ne? Ist wurscht. Ich schicke dich jetzt einfach mal auf Lachsfang. Schau mal, ob das geht. Lachs, das muss Lachs sein. Hering oder Lachs? Was bist du? Lachs, jawohl. Schön fischi machen. Da ist der Hering. Ja, es wäre irgendwo einer in der Nähe gewesen. Nö, schaut nicht aus, ne? Scheint nur dieses Vorkommen dabei zu sein. Das passt schon so. Boah, Alter, da klimpert's, ne? Der schläft, okay. Weil Lachs brauchen wir ohne Ende. Also da kann er schon mal Gas geben, ne? Wir können theoretisch auch schon das Gebäude stufen. Wir hätten genug Zaster. Da muss ich noch gleich schauen, wie alt ich denn schon bin. 28. Okay, unsere Nesthäkchen haben noch ein bisschen, Zeit. Stufe 5. Kann man noch nichts lernen. Soll ich helfen? Okay. Ja, du kannst gerne helfen. Dann machen wir das voll. Oder zumindest ein bisschen voll.
Feilschen könnten wir eigentlich auch schon lernen. Ist ja auch wurscht. Hier bin ich. Hier bin ich. Jawohl, ich seh dich. Boah, da klimpert's, ne? Klimper, klimper, klimper. Moment einmal, wo ist denn eigentlich? Immer nur aus. Ah, da kommt er wieder. Die Krypta. Was haben wir hier noch Schönes? Ja, das geht eigentlich auch noch. Die sind eh recht brav beim Basteln. Kathedrale ist auch gut dabei. Die tun ja auch predigen. Das ist schön. Ach ja, warte mal. Du tust Pergament noch basteln, glaube ich, ne? Ja, ja. Da muss noch ein bisschen Pergament basteln. Das passt auch so. Gut. Wie schaut's politikmäßig aus? Wer möchte denn gerne ein Gedicht von uns hören? Gnädige Damen gibt's nicht allzu viel. Das heißt, mein Frauchen, also ich selber. Ach so, die darf noch nicht. Aber ein Kompliment kann sie schon mal geben, ne? So. Boah, da klimpert's, ey. Da können wir schon bald das nächste, nächsten Titel kaufen. Ich glaube, da geht's mit 10.000, glaube ich, oder so. Wie schaut's hier aus? Kommt schon mal der Lachs nach Hause? Noch nicht. Okay. Ja, ja gut, dann kannst du da mal den Hering da mal verbraten, damit wir Platz haben. Jö, ne? Also, da können wir eigentlich schon überlegen. Was, da gibt's, wird wer überfallen? Pfui. Also wir können uns dann schon mal überlegen, welches Gebäude wir als nächstes stufen oder bauen. Nein, wir bauen noch eines. Wir bauen noch eines und zwar eine Mühle. Jetzt wird sich hier, glaube ich, keine Mühle mehr ausgehen, schätze ich mal, weil da schon alles so zu ist. Da, dieses Räuberlager geht mal doch auf die Nerven. Wenn wir das abreißen könnten, das wäre auch eine Geschichte. Aber hier hätte vielleicht eine Mühle Platz. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Eine Windmühle. Oh je. Mal ein bisschen drehen. So, warte, so vielleicht. Nein, nicht wirklich. So, so vielleicht? Nö. Und da unten glaube ich erst recht nicht, ne? Das heißt, wenn wir sie so hin... Nö, das... Nee. Das wäre sich nicht mal... Nee, das wäre sich überhaupt nicht ausgegangen. Aber hier hätte sie schön fett Platz. So ein bisschen schräg. Ja, da blinkt sie eh schon auf, ne? Irgendwie. Ganz kurz. Oder hätte die Mühle... Ah, schau mal. Da hinten schön versteckt. Hätte sie auch Platz. Das wäre auch nicht schlecht. Schau mal. Ist zwar hinter der Krypta, aber da kann man Knochenmehl machen. Nein, Spaß. Entschuldigung. Ja. Oder das so mittig? Nö, du mal ein bisschen Platz sparen, glaube ich, ne? So, glaube ich, schaut's recht gut aus. Also bitte, eine Mühle wird gebaut. Jetzt wird's echt Zeit, dass ich mal einen Handwerker dann in die Familie kriege, irgendwie. Ihr müsst zum Gericht. Ach so, jetzt habe ich mich schon gefreut, weil mein Name... Oh, nix da noch. Ja, schnell hin. Boah, jetzt habe ich schon gedacht, ich bin endlich so weit, ne? Nix da. Aber wenigstens ist mein Mann auf Platz 1. Das ist schon mal gut. So, ein Gedichtelein. Keine Ahnung. Und wie schaut's hier aus? An der Karte. Ja, der macht schon brav die Arbeit. Dann machen wir hier gleich voll mit den Entwicklungen, ne? So und so. Gleich alles entwickeln. Die wissen eh Bescheid, ne? Die Anglerkarte ist jetzt ja eigentlich nichts Neues. Das haben wir ja schon in der Kampagne alles uns durchgelesen. Hier und so. Ich wollte nur wegen dem hier wissen. Da war ich mir gerade unsicher, ob wir das schon mal hatten. So, dann werden wir auch gleich einen Angestellten einstellen. Gauner sicher nicht. Einen Gauner, sagte ich gerade, machen wir nicht. Boah, ey, ne? Nein. Ja, willkommen im Team. Da, kannst du helfen. Musste Markenfisch. So. Dann hier haben wir fertig. Ah, was ist da? Die Abfallgrube, habe ich die jetzt vergessen. Also die bringt jetzt 20 Prozentpunkte für die schnellere Arbeit, ne? Bessere Arbeit. Krypta haben wir auch nichts entwickelt noch, glaube ich. Ach du Heilige. Also einen neuen Angestellten, dann 4 kleine Gräber, das geht sich aus und die Lagermenge wird erhöht. Den Rest hier müssen wir uns schon mal durchlesen anfangen. Wo fangen wir denn an?
Ein Leichenhemd? Das haben wir da schon durchgelesen. Leichenhemd, ein makabres Relikt, welches eure Gehilfen bisweilen den arm Verdammten abnehmen. So ist das Leichenhemd eine wichtige Ingredienz für ein verschiedene nekromantische errichtet. Rezepte. Ach du Heilige. Was willst du denn da für ein nekromantisches Rezept machen? Naja. Steinkreis. Der Steinkreis ist ein uraltes Relikt aus längst vergangener Zeit. Dennoch scheint irgendetwas Magisches an ihm zu sein, das euch die Gabe Gebäude verfluchen verleiht. Sehr schön. Friedhofstor, das haben wir schon mal gelesen, oder? Der Einbruchschutz wird um 20% erhöht, also Prozentpunkte. Anatomiepapier, ich glaube, das haben wir schon gelesen alles mal, ne? Mir kommt das so bekannt vor. Pulver des dunklen Verfalls, das auch. Wendet ihr dieses finstere Pülferchen, gewonnen aus zermahlenen Knochen und Ektoplasma, auf einen Gegner an, so sinkt dessen Lebenszeit ein wenig ab. Dadurch eröffnen sich vielseitige Möglichkeiten. Boah, das ist echt böse. Hexerdokument 1. Dieses hinterhältige Schriftstück dient nur einem Zweck, Beweise gegen einen eurer Konkurrenten zu fälschen. Mithilfe dieses Schriftstücks könnt ihr einen Beweis gegen eine beliebige Person fälschen. Aha, okay. Können wir dann quasi, wenn wir jetzt jemanden verklagen wollen, ne? Ich verklage gern. Ja, aber ich schaue nicht, verklag mich doch, ne? Dass wir uns richtig verstehen. Ja, der lese ich so meins. Ich bin eher mehr der Sky-Typ. Die Umsatzsteuer wurde geändert. Ja, obwohl dort auch RTL läuft. Egal, wurscht. Aber ich schaue es mir nicht an. Das heißt, wenn wir jetzt angenommen, wenn wir da jetzt jemanden anklagen möchten, der wirklich Dreck am Stecken hat, können wir dann einen Beweis verschlimmern. Sagen wir so, ein Räuberlein raubt da zum Beispiel den armen Kerl da aus und wir könnten den Beweis so fälschen, dass es dann Mord ist. Das wäre voll interessant zum Probieren. Umsatzsteuer wurde geändert in Bergen. Was haben wir hier? Gerichtssitzung beginnt. Ach du Heilige. Mein Korn ist nicht verschimmelt. Herrje. Wow, vergeudet meine Zeit ist mit solch unglaubhaften Lappalien. Weitere Beweise. Das muss ich noch mitmachen, schnell. Dann hören wir auf mit dem Part. Offenbar könnt ihr nur mit roher Gewalt eure Interessen vertreten. Ihr habt doch tatsächlich jemanden verprügeln lassen, Weib. Marie, voll. Also die tut doch alles so und jeden anzeigen, oder? So langsam habe ich den oder? Eindruck, ihr wollt euch hier nur wichtig machen. Da könnt ja, ihr nur meinen, das hängt vom Namen ab. Sagt, könnt ihr euch noch an die jüngste Vergangenheit erinnern? Nein? Das ist bedauerlich, denn ich habe dem Hohen Gericht just eine Anzahl Beweise für eure Vergehen an einem Mitbürger aus eben diesem Zeitraum vorgelegt. Ihr habt nicht sehr gut recherchiert. Mir scheinen hier Zweifel angebracht. Das sind schwere Vorwürfe, die Anklage da erhebt. Wappnet euch wohl, denn ich werde auf das Strengste dafür Sorge tragen, dass unsere Gesetze durchgesetzt werden. Aha. Na dann raus. Welches Strafmaß verlangt die Anklage? Sie ist ihres Titels unwürdig. Nehmt ihn ihr weg! Boah. Angeklagte, ich erteile euch das Wort. Rechtfertigt euch. Dazu habe ich nichts zu sagen, wertes Gericht. Oh. Das heißt, es stimmt. Ich gebe euch erst einmal eine kurze Bedenkzeit. Du hättest wenigstens sagen können, dass es gelogen war. Irgendwas wenigstens. Naja. Wir haben die Verteidigung gehört. Kommen wir nun zur Abstimmung. Schuldig. Schuldig. Jawohl, bei mir natürlich auch. Sie ist definitiv schuldig. Die Angeklagte ist im Sinne der Anklage schuldig. Das Gericht stimmt der Forderung der Anklage zu. Euch wird hiermit euer Titel entzogen. Das Urteil ist sofort zu vollstrecken. Damals war das noch was wert. Na, stell dir mal vor, du bist heute beim Gericht, ne? Da hast du einen Diplom-Ingenieur oder so dabei, ne? Hiermit erkläre ich den Prozess für beendet. Und der hat jemanden verprügelt, nein, wie sie zum Beispiel, ich ne? Ich bin doch aber unschuldig. Ja, ist nur der Titel weg. Sparst dir ein bisschen Geld, kaufst dir nochmal einen Bast schon, ne? Jedenfalls stell dir vor, der irgend so ein Titelbesitzer da, ne? Hat jemanden verprügelt und du bist beim Gericht und entziehst ihm seinen Titel. Fertig. Er ist zum Beispiel kein Diplom-Ingenieur mehr oder so. Das wäre ja mal mein was, Korn oder? Ist nicht verschimmelt. Heutzutage ist das ja einem, sag ich mal, nichts mehr wert, ne? Sowas. Hey, die Windmühle ist fertig, sehe ich gerade.
Aber das werden wir alles uns morgen, übermorgen anschauen, ne? Beim nächsten Part quasi. So, na, du darfst heimgehen. Mit Freuden. Zum Schöpfen wieder, ne? Mit Freuden. Ach, das höre ich gern. Gut, ihr Lieben, wir sind ja wieder ein schönes Stück weitergekommen. Endlich funktioniert alles so, wie es sein soll. In circa, ja, 5 Jahreszeiten sowas werden wir unsere Nesthäkchen dann bauen und dann, ja, hoffe ich weiterhin, dass es, vielleicht geht es sich so aus, dass es ein Bursch und ein Mädchen ist, sonst müssen wir halt nehmen, was wir kriegen können, ne? Ja, ich hoffe noch, ihr habt Spaß an dem Ganzen hier. Mir macht es unglaublich viel Spaß. Ich bin so froh, dass es Renaissance gibt. Echt, ich mag kein, nicht falsch verstehen, Seeräuber der Hanse mag ich auch irrsinnig gern. Aber bei Renaissance ist halt alles mit dabei, ne? Man kann da so viele Sachen machen und ich will das alles irgendwie entdecken und machen und boah, echt, also schön. Bin echt schwer beeindruckt, schwer begeistert. Die Produktion wurde unterbrochen. Und da merke ich gerade, das muss ich auch noch umstellen. So. Schnell. Alles auf manuell, bevor die mir da irgendeinen Schmarrn kaufen, der mir nicht interessiert. So. Okay. Das war's mit der Amtshandlung heute. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!